Sekunden. Ja, wir reden über eine Reform von Europol, der Europäischen Polizeibehörde. Europol wird Daten sammeln und mit öffentlichen und privaten Stellen austauschen. Es wird eine Internetrechercheabteilung geben, die das Internet, die sozialen Netzwerke nach Inhalten durchsucht. Europol greift auf öffentliche und private Datenbanken zu und erhebt persönliche Daten, speichert sie, verarbeitet sie und gibt sie weiter. Name, Adresse, Nationalität, Beruf, Geschlecht, Daten von Pässen, Ausweisen und Führerschein, Fingerabdrücke, DNA-Profile, Verdacht auf Mitgliedschaften in einer kriminellen Organisation früherer Arbeitgeber, Fotos, unveränderliche Merkmale, etwaiger Nickname, Pseudonyme, Bankdaten, Kontostand, Depots, Aktien, Immobilienbesitz, Anteile und Verbindungen zu Unternehmen, steuerliche Daten und so weiter. Die Behörde interessiert sich auch für den Lifestyle, den Sie pflegen, erstellt Bewegungsprofile und speichert häufig frequentierte Orte ab und etwaigen Drogenmissbrauch. Sie kennt Ihre Kommunikationskanäle und Ihre Transportmittel. Kurz, Europol wird alles wissen und erstellt dann ein Gefahrenrating. Im Namen der Terrorbekämpfung scheint mir hier vor allem eines in Gefahr, die Datensicherheit aller Bürger.